Junge Frau, wissen Sie eigentlich, wie gefährlich das ist, wenn Sie hier barfuß drin rumlaufen? Hier sind das so viele scharfe Kanten und Ihr Kind lassen Sie auch also barfuß hier laufen. Und den Mann lassen Sie auch noch hier barfuß laufen. Man sollte hier schon vorsichtig laufen und gucken, wo man hintritt. Ne? Das ist alles natürlich auf eigene Gefahr, ganz klar. Ne? Was wäre denn die Ostsee hier ohne das Wattenmeer? Da muss man doch mal rein. Wir sind heute das erste Mal jetzt hier. Mama. Ups, wir sind nicht an der Ostsee, sondern an der Nordsee schon mal. Ostsee, ja, und wir haben hier auf jeden Fall den ersten Krebs gefunden. Guck mal, hier ist ein Krebs. Ja. Und vor uns ist das offene, weite Meer. Ihr hört den Wind. Jetzt können wir ja bis nach Wangerooge laufen. Es gibt verschiedene Touren. Es gibt wohl auch eine Tour, da kann man bis nach Wangerooge laufen. Das dauert aber irgendwie 4 Stunden oder sowas, hieß es. Ne? Aha. Das ist da nicht für jeden was. Und ich glaube, irgendwann wird es auch vielleicht einfach anstrengend. Ne? Wird auf jeden Fall anstrengend, ja. Miriam, traust du dich, den Krebs in die Hand zu nehmen? Nein. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Komm, wir gehen weiter. Ja, wie das nämlich aussieht, erreichen wir nämlich am heutigen Tag die 10.000. Deswegen kann ich euch schon mal sagen, wir gehen live um 18 Uhr. Wir verschieben das Video vom 18 Uhr einfach und kommen dann live. Schreibt euch schon mal ein paar Fragen auf. Was wolltet ihr Illo und Mops schon immer fragen? Ich muss jetzt auch hier nach unten gucken, sonst beißt mir die Krebse hier in den Zeh. Das möchte ich natürlich nicht. Also kommt wirklich zahlreich. Fragt uns, was ihr fragen wollt. Wir freuen uns und die beiden warten ja auf mich. Ich gehe wieder zurück und ja, wir wissen ja auch nicht, wann das Meer kommt. Deswegen nicht, dass wir dann doch nicht live gehen können. Nein, nein, wir können live gehen. Wir passen hier schön auf und genießen hier die Zeit an der Nordsee. Ist das nicht schön? Naja, okay, jetzt ist er ein bisschen schwindelig. Bitte nicht meine Füße. So, komm, zeig mal hier deine Füße hier, wie braun die Fußnägel sind. Zeig ich meine eigenen mal. Das sieht ja super aus. Bis später. Lecker.